Jo Leute, was geht ab? Schopperem ist wieder am Start und ihr habt es gerade schon im Titel gesehen oder gelesen. Es geht hier heute darum, wie anders ist denn die BMW R1150 RT im Vergleich zu der Honda Shadow 750, die ich gehabt habe. Also ein kleiner Vergleichstest oder kleiner Vergleichung, um so mal zu sagen. Und ja, wenn euch das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran. Ihr werdet euch bestimmt fragen, was soll dieser Bullshit überhaupt? Du kannst doch jetzt nicht die BMW mit der Honda vergleichen. Und ja, dasselbe habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt auch gedacht. Aber hatte dann kurz die Idee, das Video zu machen und habe das dann aufgrund dessen, dass ich drüber nachgedacht habe und gedacht habe, hey, du kannst das ja nicht miteinander vergleichen, habe ich das eigentlich schon wieder verworfen und habe gesagt, nee, das ist ja Quatsch, das macht keinen Sinn. Und ja, aber dennoch habe ich letzte Zeit oft öfter mal schon Kommentare oder Nachrichten von euch bekommen und wurde quasi mehr oder weniger gebeten, dann doch vielleicht dieses Video zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt heute mal. Und ja, also von vornherein muss ich schon mal direkt sagen, es ist kein wirklicher Vergleich. Ja, also wenn ich jetzt das wirklich vergleichen wollen würde und müsste jetzt sagen, was ist an dem Motorrad besser und was ist an dem Motorrad besser, naja, da kann ich euch ehrlich gesagt direkt eine klare Antwort geben. Und zwar würde die BMW in allen Punkten gewinnen. In allen. Ja, so einfach ist das. Warum ist das so? Naja, weil die BMW halt natürlich viel mehr und viel bessere Technik verbaut hat wie in der Shadow. Aber es sind ja von Grund auf zwei ganz verschiedene Motorräder. Ja, BMW ist hier ein Tourer mit, naja, ich will nicht sagen allen Schikanen, die man haben kann. Oh, Gode. Nicht mit allen Schikanen, die man haben kann, aber die hat schon relativ viel für ihr Baujahr. Ob das jetzt hier das elektrische Windschild ist, ob das ABS ist. Das ist ja nicht nur ABS, es ist ja ein Integral-ABS. Das heißt, bremse ich vorne, bremse ich automatisch hinten mit. Andersrum halt genauso. Mit Bremskraftverstärker, außerdem hier mit dem Radio, was verbaut ist, und Boxen halt natürlich, klar. Und alles solche Geschichten, Kardan, ja. Natürlich kann man da ganz, ganz schwer einfach da einen Vergleich ziehen und jetzt sagen, ja, was ist jetzt besser oder was ist schlechter. Das geht einfach nicht. Nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem halt, wie gesagt, dieses Video machen. Und ich habe jetzt auch extra ein bisschen gewartet mit dem Video. Ich wollte das nicht von Anfang an oder kurz nach dem Kauf quasi machen. Und zwar einfach aus diesem Grund. Es liegt einfach in unserer Natur, dass wenn wir uns etwas Neues kaufen, und es ist egal, was wir kaufen, müssen wir es immer gut finden. Es ist ja ganz normal. Denn jetzt mal, wenn jeder mal sich selber fragt, ja, wenn du dir was Neues holst, ob das jetzt ein Motorrad ist, ob das ein Auto ist, ob das ein neuer PC ist, ob das eine neue Maus ist oder was weiß ich, egal was du dir holst, du findest es danach immer gut. Ja, und das ist einfach in unserer Natur, dass wir etwas, was wir kaufen, gut finden. Und das ist deshalb so, weil wenn wir etwas kaufen würden und würden eigentlich merken, dass es nicht gut ist, ja, dann müssten wir uns ja selber eingestehen, dass das quasi scheiße war. Ja, auf gut Deutsch gesagt, dass wir ja Blödsinn gekauft haben oder dass vielleicht jetzt in Anführungszeichen der Eintausch der Shadow 750 jetzt gegen die BMW R1150 RT, dass das ja vielleicht unüberlegt war oder ein schlechter Deal war oder was auch immer, ja. Und deshalb sagen wir grundsätzlich zu uns selber einfach zur Selbstbestätigung, ja, das ist gut. Es ist ein gutes Motorrad und bla, ja. Und deshalb wollte ich einfach im Moment warten mit diesem Video, damit man auch irgendwann aus dieser Spirale rauskommt, wo man alles gut findet, wo man dann auch wirklich zu sich selber sagen kann, ja, das und das ist vielleicht gut oder besser, aber das und das halt auch nicht so gut, ja. Grundsätzlich, wie gesagt, rein technisch gesehen, ist die BMW natürlich um Welten besser als die Shadow. Ja, da gibt es gar keine zwei Meinungen.
Und die fährt sich auch wirklich, wirklich super, super geschmeidig, super entspannt. Also da gibt es gar nichts. Ja. Ich sitze hier auch sehr, sehr bequem drauf. Mir tut der Pommes nicht weh. Diese ganzen Spielereien, die ich vorhin schon erwähnt habe, das ist einfach toll. Auch mit dem Radio und so weiter. Es ist einfach geil. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Sie fährt sehr entspannt, seidenweich. Ich kann auf der Autobahn 130 fahren, 140 fahren mit dem Windschild hier. Ja, da merkst du halt gar nichts. Ja, du kriegst keine Luft oder keinen Wind ab. Du kannst auf gut Deutsch gesagt während der Fahrt dir eine Zigarette anzünden. Da passiert überhaupt nichts, weil du halt eben, wie gesagt, keinen Wind abbekommst. Aber ja, es gibt trotzdem das ein oder andere, was ich jetzt nochmal anmerken möchte. Grundsätzlich kann ich schon mal von vornherein sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht mein letztes Motorrad war oder ist. Ja, das habe ich aber auch schon gesagt, kurz nachdem ich das Motorrad gekauft habe, dass das nicht mein letztes Motorrad gewesen sein wird. Denn so toll wie die BMW ist, ja, die macht viele Sachen richtig gut, richtig geil. Sie hat auch brutal viel Leistung. Also das ist richtig krass im Vergleich jetzt auch wieder zu Shadow. Es ist halt ein Mörder, ja, also für mich jetzt. Die hat jetzt hier 100 Newtonmeter zum Beispiel, 95 PS. Das geht natürlich im Vergleich zu Shadow schon mal wesentlich krasser vorwärts, ja, gar keine Frage. Und natürlich hat sie auch noch mal rund 400 Kubik mehr als die Shadow. Und ja, was soll ich sagen, das merkt man natürlich, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es so, die BMW hat wenig bis gar keine Coolness. Ja? Wie soll ich das jetzt besser erklären? Die Emotionen, die man da hat, während man jetzt hier die BMW fährt, ist natürlich nicht im geringsten, aber wirklich nicht im geringsten zu vergleichen mit einer Shopper oder mit einem Cruiser. Ja? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich vermisse auf jeden Fall schon meine Shadow, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht mal zwingend wegen den Fahreigenschaften, weil, wie schon gesagt, ist da die BMW um Welten besser. Aber einfach diese, ja, Coolness will ich jetzt gar nicht sagen, weil mir ist eigentlich egal, ob mich jemand cool findet oder nicht. Aber man fühlt sich einfach auf einer, oder ich fühle mich auf einer Shopper-Cruiser wesentlich besser. Auch wenn ich da brutal Wind kriege, auch wenn der Wind mich da hin und her zieht und ich kein ABS habe und. Aber ich fühle mich da irgendwie passender drauf. Ja, also das ist halt eher mein Ding. Ja, also ich habe da halt so ein Bauchkribbeln dann beim Fahren, was ich halt hier bei der BMW nicht habe. Wie gesagt, die fährt super und das macht Spaß und das ist geil. Aber dieses Kribbeln im Bauch, das habe ich halt nur mit einer Shopper oder Cruiser und das fehlt natürlich gänzlich. Ja, dann kommt natürlich der nächste Punkt, Sound. Ja, also hier aus der RT ist da halt auch soundtechnisch nicht viel rauszuholen. Boxer sind ja dafür eh bekannt, dass die jetzt nicht so krassen Sound haben und bei der RT wurde es natürlich auch nochmal so gemacht, dass man wirklich sehr, sehr wenig hört, einfach deshalb. Weil ihr habt natürlich hier auch ein Radio drin und so. Und wenn ihr jetzt da so eine Brülltröten hinten dran hättet, würdet ihr vorher am Radio auch nicht mehr viel hören. Und das ist natürlich alles, sind alles die Gründe, warum du halt hier wenig Sound hast. Ja, und auch bei einer GS, die den gleichen Motor hat, die dann auch nicht viel mehr an Sound. Also ja, auch da gehen natürlich Emotionen flöten. Ja, da fehlt natürlich einiges an Emotionen, was man dann so bekommt durch den Sound. Ja, und natürlich dann auch das eigentliche Fahrgefühl von der Shopper und so, das fehlt. Und das ist der Grund, warum ich sage, ja, die BMW kann alles besser, aber besser gefühlt habe ich mich auf der Shadow. Und wird auch der Grund sein, warum ich die BMW definitiv jetzt nicht viele Jahre fahren werde. Auch wenn es ein tolles Motorrad ist, aber... Naja, man nimmt halt so die Erfahrung jetzt mal mit. Ne? Also ich bin ja hier so eine große Tourer noch nie gefahren und ich bin auch froh, dass ich jetzt die Erfahrung machen durfte und ich, wie gesagt, es macht ja auch Spaß und es ist sehr angenehm, sehr bequem und finde auch gut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe letztendlich. Ja? Die Entscheidung, warum das jetzt hier 50 war die ganze Zeit, weiß auch keiner.
Wie gesagt, ich bereue meine Entscheidung nicht, weil das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ich kann sagen, ich bin schon eine Tourer gefahren von BMW und die hat sich auch super fahren lassen und so weiter. Aber es wird so sein, dass ich in naher Zukunft, vielleicht jetzt nicht so nah, weil natürlich braucht man jetzt erstmal wieder ein bisschen Asche, ja, ist ganz klar. Aber ich werde mir auf jeden Fall, oder mein nächstes Motorrad wird auf jeden Fall wieder eine Shopper werden oder ein Cruiser, ja, besser gesagt. Und ja, dafür muss ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen sparen, weil man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, so eine BMW, so toll wie sie auch ist, sie hat halt wenig ja, Verkaufswert oder Wiederverkaufswert. Ne? Erstmal gibt es brutal viele von denen, ja, wirklich brutal viele. Gibt ja auch die R1100 und dann gibt es ja auch jetzt auch schon die 1200er und die 1250er und so weiter. Und es gibt so viele von diesen BMWs, dass es letztendlich, ja, man kriegt nicht viel dafür. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nicht so einfach, die Dinger zu verkaufen, weil es einfach so viele gibt. Und was man auch sagen muss, es gibt hier an der BMW so zwei, drei Sachen. Wenn die kaputt gehen, dann kostet das richtig Geld. Und erstmal ist es so, dass nicht jeder, so wie ich, an den Motorrädern rumschraubt oder rumschrauben möchte oder kann. Ja, wobei ich jetzt auch kein, bin jetzt auch kein Profi. Ich habe das nicht gelernt oder so. Das ist alles so Learning by Doing mäßig. Aber ich sag mal so, wenn das ABS-Modul kaputt geht, das sitzt hier bei mir unterm Sitz, ja, dann wird es richtig teuer. Also dieses ABS-Modul kostet jetzt zum Beispiel, wenn es kaputt geht, 1500 Euro. Roundabout, also ich habe auch was gesehen, manche haben auch 2000 bezahlt und so weiter. Weil dieses ABS-Modul kann man nicht offiziell nicht reparieren. Ja. So, ich habe jetzt gesagt offiziell, es gibt die Möglichkeit, es gibt eine Firma wohl in Spanien, die reparieren das Gerät und du kriegst darauf auch dann 2-3 Jahre Garantie, glaube ich. Die reparieren dir das Gerät, du schickst das da ein und zahlst dann 500 Euro ungefähr, roundabout. Ist natürlich anders wie 1,5 oder 2000 Euro, aber wenn du jetzt direkt in die BMW-Werkstatt gehst, also die müssen das tauschen, das muss irgendwie auch dann neu angelernt werden, was weiß ich, wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber das kostet halt dann echt einen Haufen Geld. Und ja, deshalb bringt es ja auch nichts, wenn du dir einfach dann irgendwie ein gebrauchtes anderes Teil holst oder so. Es funktioniert dann nicht. Ja. Es ist wirklich ein bisschen sehr, sehr krass. Und ja, was gibt es denn sonst noch? Ansonsten ist halt auch so, die Kupplung ist ja hier quasi eine Trockenkupplung. Ist ja anders als bei den anderen Motorrädern. Die haben ja dann quasi eine Mehrscheibenkupplung, bla bla bla. Ihr kennt das ja, liegt in Öl drin. Und das ist ja einfach zu wechseln. Aber diese Kupplung hier, dazu musst du das Motorrad wirklich zweiteilen. Also ich meine es wirklich im Ernst, ihr müsst es zweiteilen. Du tust quasi ab dem Tank nach hinten alles abbauen. Alles, den kompletten Rahmen, alles musst du abbauen. Ja? So. Und wenn du das machst, dann hast du den Kardan abgebaut, du hast das Getriebe ausgebaut etc. Also so viel Kram und musst dann die Kupplung wechseln. Oder kannst so nur die Kupplung wechseln, weil das halt quasi direkt unterm Tank sitzt. So, also ganz unten. Ja, und natürlich, da traut sich dann kaum einer ran, weil das ist halt, wie gesagt, schon viele, viele Stunden Arbeit. Weil du musst ja, wie schon gesagt, alles auseinanderbauen. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass sich da einfach so gut wie keiner dran traut und dementsprechend dann meistens für sowas in die Werkstatt geht. Und naja, gut, die Werkstatt braucht halt auch ein paar Stunden dafür, ne? Also die sind da mindestens 2-3 Tage dran an dieser Geschichte und du musst natürlich auch die ganze Verkleidung abbauen, so sind auch alles viele, viele Schrauben, die gelöst werden müssen, alles solche Geschichten. Und ja, und die Werkstatt braucht halt auch viel dafür, dementsprechend ist es auch sehr teuer. Also du kannst auch mal locker um 1000, 1500 Euro rechnen, um die Kupplung zu wechseln. Ja, und das sind natürlich auch alles Sachen, ist auch Verschleiß. Explizit die Kupplung ist halt Verschleiß. Irgendwann ist die halt hin. Ja, und auch mit dem ABS-Modul, irgendwann geht das kaputt. Es ist nicht so, dass man sagen kann, naja, das wird schon bei mir nicht passieren. Doch, es wird passieren. Irgendwann wird es passieren. Bei dem einen hat es getroffen dann bei 40.000 Kilometer, den anderen hat es erst getroffen bei 80.000 Kilometer. Und ich habe auch einen schon gesehen oder gelesen, der geschrieben hat, er hat jetzt 160.000 Kilometer runter und hat immer noch das gleiche ABS-Modul. Ne? Also da ist auch wichtig zum Beispiel, dass man jetzt immer die
Bremsflüssigkeit wechselt und so weiter. Auch das ist sehr, sehr aufwendig bei dem Motorrad hier, weil es gibt mehrere Kreisläufe, die man halt entlüften muss. Unter anderem halt die ganz normalen, die man kennt, an dem Rad, ja, am Vorderrad, am Hinterrad etc. Aber dann halt auch noch den ABS-Kreislauf. Und das sind nochmal zusätzlich 6 Ventile unter dem Sitz, die man dann auch noch entlüften muss in der bestimmten Reihenfolge und. Also das ist schon wirklich nicht ohne. Also da jemand, der sich das nicht zutraut, sollte das dann auch wahrscheinlich besser sein lassen. Ich habe es schon gemacht. Ich muss das machen, weil ja, ich habe das Motorrad gehabt und ich glaube eine Woche später war meine Bremsleitung hinten undicht. Ja, es hat dann rausgetropft. Also was heißt das? Ja, dann tust du natürlich komplett umrüsten auf Stahlflexleitungen. Das habe ich auch gemacht, vorne, hinten, alles Stahlflexleitung etc. Musst aber natürlich logischerweise die Flüssigkeit ablassen und musst halt alles neu auffüllen und musst dementsprechend dann auch alles entlüften etc. Und das ist halt wirklich ein Haufen Arbeit. Also ich habe da jetzt auch 2 Tage dran gesessen und war wirklich, also schon krass. Ne? Und man muss dann schon sich das selber zutrauen. Ja? Auch sowas, so diese Bremsflüssigkeit wechseln, kostet halt auch bei BMW auch ein paar hundert Euro, weil es einfach viel ist. Du musst da die komplette Verkleidung alles abbauen. Das ist wirklich viel. Egal. Ich merke schon, dass ich die ganze Zeit abdrifte. Ich merke halt, dass ich eigentlich an dem eigentlichen Thema vorbeirutsche irgendwie oder abgleite. Letztendlich will ich einfach nur sagen, man kann die BMW mit der Shadow natürlich nicht vergleichen. Ja, wenn man es tut, muss man halt fairerweise sagen, macht die BMW alles besser als die Shadow. Aber man muss ja auch mal fairerweise sagen, ich weiß gar nicht, was die BMW mal neu gekostet hat, aber ich denke mal, es war auf jeden Fall 5-stellig. Und mit der Shadow, ja, die hat dann mal vielleicht mal, weiß ich nicht, 7.000 gekostet oder so. Ja, das muss ja auch irgendwo herkommen. Aber auch, wie gesagt, sind grundsätzlich grundverschiedene Motorräder und dementsprechend schwierig bis gar nicht zu vergleichen. Aber ich wollte das Video trotzdem mal machen, weil ich auch, wie gesagt, danach gefragt worden bin, ja, ob ich das mal machen kann. Und ja, eins könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, das nächste Motorrad von mir wird auf jeden Fall wieder eine Shopper sein. Was für eine sein wird, weiß ich noch nicht, ja. Weil ich bin natürlich jetzt noch nicht aktiv am Suchen. Also diese Saison auf keinen Fall. Vielleicht nächste Saison oder spätestens dann übernächste Saison oder so. Müssen wir halt mal schauen. Aber was halt ein großes Problem ist bei den... Okay, was ist hier los? Hier jetzt Baustelle. Mal gucken, wie weit man kommt. Was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass es schwierig ist, für die Technik von der BMW, weil es ist ja nicht so, es gäbe es keine, ja okay, da ist jetzt Ende Gelände, das heißt einmal drehen. Natürlich ist es schwierig, die Technik der BMW in der Shopper zu verbauen, aber das heißt nicht, dass es keine gibt. Ja? Denn so gut wie alle Harleys, ja, oder die größeren Harleys jetzt hier, explizit jetzt hier E-Glide, Road Glide und Road King und wie die alle heißen, die haben natürlich, die haben ABS, die haben zum Beispiel Lautsprecher, die haben verstellbare Windschilder zum Beispiel und. Die haben Einspritzung und bla, ja, so. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin der größte, also ich bin einer der größten Harley-Fans wirklich. Also ich würde mir sofort, wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir eine Harley kaufen, aber ich habe die nicht. So, ich gab ja auch schon einige von euch, die dann gesagt haben, ja, so teuer ist das nicht und mein Gott, was ist denn das Problem und so. Ihr dürft immer nicht vergessen, erstmal sind wir immer zu zweit, die fahren, ja. Also ich fahre und Steffi fährt auch. Dann ist es so, dass wir 2 Kinder haben, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, boah, ich tue jetzt sämtliches Geld oder fast alles an Geld, was wir irgendwie, ja, übrig haben oder zur freien Verwendung haben, das drücke ich jetzt alles in eine Harley rein. Das kann ich nicht machen. Ja, ich habe einfach die Verantwortung, auch für meine Familie da zu sein, beziehungsweise auch meiner Familie Sachen zu ermöglichen, ja, ob das Ausflüge sind oder was auch immer man halt so braucht oder macht. Aber das ist halt der Grund, warum ich halt sagen muss, ich kann mir einfach keine Harley leisten. Das ist einfach so, ja. So, und ich weiß, es gibt da manchmal relativ günstige für 6.000, 7.000 und so weiter. Sieht man bei Kleinanzeigen. Das sind aber auch wirklich alles alte Harleys, die dann meistens noch keine Einspritzung haben und so weiter. Die haben dann noch oftmals eine Vergaser, ja.
Und die laufen dann oftmals auch wie ein Sack Nüsse. Ja, also die sind dann, man sagt dann irgendwie so spaßhalber, bei solchen Harleys sagt man dann eine Stunde fahren, drei Stunden schrauben so ungefähr. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, dann lasse ich es aber lieber sein. Ja, weil ich meine, man weiß ja auch, oder ihr wisst ja auch, die Teile von Harley sind jetzt auch nicht so billig. Und wenn du da ständig was auswechseln musst, dann hast du deinen Rucksack auch wieder eine neue Harley zusammen. Ja, und dementsprechend wird es auf jeden Fall wieder was Japanisches werden, ja. So, und ja, wenn man so jetzt überlegt, bei den Japanern ist halt so mit ABS und so weiter, wird es dann am Ende schon wieder schwierig. Oder halt wirklich die ganz großen Oshis, ja, so 1800er Intruder und so weiter, wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob die jetzt ABS hat, aber jetzt ist auch egal. Aber da legst du halt auch schon wieder so viel hin wie für eine Harley. Also das macht natürlich auch dann keinen Sinn. Ja, und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich wieder irgendwie sowas werden wie eine 1400er Intruder oder, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe mir, wie gesagt, noch keine Gedanken darüber gemacht, aber so in der Richtung wird es dann wahrscheinlich laufen. Und ja, man kann jetzt auch sagen Kawasaki Vulcan S, aber ja, ist für mich keine typische Chopper oder Cruiser, weil zwei Zylinder in Reihe. Das hört sich halt nicht an wie ein Cruiser. Ist die das gut finden, ist alles okay. Ist auch ein super schönes Motorrad, aber würde für mich jetzt nicht in Frage kommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, egal. Gut, ich denke, ich habe jetzt auch genug gelabert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Video geworden ist, obwohl es eigentlich wahrscheinlich inhaltlich gar nicht so interessant für euch war. Ich wollte es einfach mal irgendwie gesagt haben. Ja, es wird dann demnächst natürlich noch ein Review kommen zu dem Motorrad, wo ihr nochmal alles erfahrt, was das Motorrad hat, was das Motorrad kann und so weiter. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ein Daumen nach oben wäre richtig toll. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kostenlos den Kanal abonnieren, wäre richtig geil. Und ansonsten kann ich nur sagen, bleibt schön gesund, hübsch und bis zum nächsten Mal. Schopperium ist raus. Macht es gut.